Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA zu einem neuen Interview. Heute mit Mario Wittmann. Mario kämpft am Wochenende bei Wheel of MMA 55. Grüß dich, Mario. Hi, grüß dich. Bald steht der Kampf an. Wie sieht's aus? Wie laufen die Vorbereitungen? Wie läuft's mit dem Gewicht machen? Du zeigst uns in Instagram, ja in deinen Insta-Stories immer, wie der aktuelle Fortschritt ist. Bist du zufrieden aktuell? Es könnte ein bisschen besser laufen. Vom Gewicht her läuft es genau nach Punkt. Da habe ich ein gutes Team um mich herum, die kümmern sich um das. Sind jetzt noch aktuell noch knappe 7. Das funktioniert schon. Vorbereitung war so, ja, so kleine Blessuren mal wieder gehabt. Mal dies, das, mal der Zeher, mal kaputt. So eigentlich das Alltägliche. Habe da auch aber jetzt keine Probleme mehr und so. Also ich bin da komplett ready. Die Hand ist auch zu, würde ich sagen, 95% absolut geheilt. Also bin guter Dinge. Klär uns mal auf, was ist dein aktuelles Gewicht und wo liegt dein Zielgewicht? Jetzt stand heute, war in der, morgens um knapp 7 Uhr waren 90 Kilo leer. Ich muss auf 83,9 runter. Das heißt, ich habe mit dem Waterload begonnen, schon gleich eine Woche vor in der Fight Week, Montag. Und ich hoffe, dass ich das die Reichweite müsste ich haben am Donnerstag, Freitag Zielgerade und Freitagnacht geht es dann nochmal zum Schwitzen extrem und 12, 13 Uhr nächsten Tag, Samstag müsste ich eigentlich ziemlich genau die 83,9 haben. Und da bin ich runtergekommen von 97 Kilo, ja knappe 3 Wochen. Und wie lange dauert es, bis du dann wieder bei deinem alten Gewicht bist? Nicht sehr lange. Also ich sag mal so, am selben Tag, das macht Wheel of MMA natürlich sehr, sehr gut, kann man nicht sagen. Bin ich ein Fan davon. Gleichen Tag Waage, andererseits schwer. Ich würde sagen, so nach zwischen 8 und 10 Stunden bin ich schon full recovered. Das heißt, ich müsste abends dastehen mit knapp 88 bis 89 Kilo wieder. Und Montag, Dienstag, Mittwoch, jenseits von Gut und Böse dann. Da wird auch sich vergiftet mit Stil, mit Waffeln und alles Mögliche. Da müsste ich bei 94, 95 dann wieder sein. Hast du dir dann ja auch verdient, ne? Hast ja dann lang genug verzichtet quasi. Aber eine Frage, du hast gesagt, du hast Montag angefangen. Wie stelle ich mir jetzt so eine Woche vor? Also worauf genau achtest du bei der Ernährung? Was genau ist dein Geheimrezept für diese Woche, wo du am meisten an Gewicht verlieren musst? Also wenn ich weiß, dass an dem Tag X ich das Gewicht brauche, bespreche ich das gerne mit meinen Coaches, auf was wir gerade Wert legen, exklusiv, kraftmäßig, je nachdem, wie der Gegner ist. Fange ich dann schon knallhart so 2 Monate davor die Diät an, verzichte dann eigentlich ziemlich komplett auf Carbs, je nachdem, was ich halt brauche, habe dann so das Kaloriendefizitprogramm, habe es auch schon mal mit Keto versucht, da ist jeder Körper ein bisschen anders, versuche aber komplett clean zu essen, viel, viel Protein, viel Eiweißreiches. Verzichte halt dann auch so Nudeln, ganzen Käse. Aber ich brauche halt auch noch ein bisschen Kraft, damit ich halt auch gut performen kann. Ich mag das nicht komplett ausgelaugt zu sein. Aber die Diät muss on point sein. Aber da habe ich nie großartige Probleme gehabt. Auch mit Supplementierung und das Ganze. Das ist halt wirklich eine Wissenschaft. Es ist eher so, für den Kopf ist es ein bisschen so eine Sache. Der braucht halt auch ein bisschen Nervennahrung. Aber die hole ich dann zum Beispiel rein mit Zartbitter-Schokolade oder mit Erdnussbutter. Dann funktioniert das eigentlich. Dein Kampf steht jetzt an. Wir wissen, bei deinem letzten Fight hattest du dir die Hand gebrochen. Du hast jetzt gesagt, die Hand ist bei 95%. Kannst du schon, also seit wann, besser gesagt, also ich nehme mal an, du kannst schon, aber seit wann kannst du feste zuschlagen wieder? Ich habe es ziemlich vermieden, mit rechts überhaupt zu schlagen. Man sieht ja auch, dass die Hand da ziemlich dick ist und dick bleibt. extrem. Ich habe es jetzt vermieden. Ich habe vor 2 Wochen da mal richtig drauf losgebrettert mit der rechten und hatte da eigentlich gar keine Schwierigkeiten mit einem guten Tape. Funktioniert das eigentlich mit gut Bandagierung, ja. Aber ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Powerschläge mit rechts gemacht. Also ich würde sagen, seit 3 Wochen hatte ich gar keine Probleme mehr. Also müsste komplett voll sein und ich hebe mir natürlich die Gewalt der Kraft dann im Kampf für meinen Gegner, der es ja unbedingt spielen möchte und unbedingt Bock drauf hat und ziemlich viel Palaver macht. Da hebe ich es mir auf und dann breche ich es mir gerne noch einmal, aber dann geht er runter.
Wir haben ja im Vorfeld schon gemerkt, aus dir und deinem Gegner Dimitrov werden wahrscheinlich nicht mehr die besten Buddies. Was genau ist da im Vorfeld passiert? Kann ich so gar nicht so genau sagen. So, ich habe über Instagram halt immer so Nachrichten bekommen, dass er doch gerne mal gegen mich kämpfen möchte. Jetzt mal das nett gesagt. Wollte halt unbedingt das wissen. Hat angefangen, hey, hast du Angst? Und bla bla bla, pipapo. Und ich, vor wen soll ich denn Angst haben jetzt, Mann? Hat einfach Palaver gemacht, auch mein Umfeld geschrieben und so. Da hatte ich dann irgendwie gar keinen Bock mehr drauf und habe dann auch geantwortet. Und habe dann gesagt zu ihm, so, hör mal zu, was willst du denn? Was soll das? Und ja, ich hau dir aufs Maul und so. Ist das ein Marketing-Ding von ihm? Weil so kriegt er Aufmerksamkeit. Das glaube ich. Vielleicht hat er auch jetzt ein Management hinter sich, die wo sagen, hey, wir versuchen es mal da, um bei Wheel of MMA reinzukommen und am besten noch Hauptkampf zu werden oder sonstiges. Kann auch sein. Oder nochmal Geld zu nehmen. Der Mann hat ja Leute gekämpft, so Marshall Bundle, UFC-Leute, Bellator-Leute, solche Leute hat er gekämpft, eigentlich immer ein bisschen zu starke. Und dachte sich vielleicht, ach ja, vielleicht probiere ich es bei mir mal. Der ist ja, seine Hand ist ja ein bisschen angebrochen, gebrochen. Und da könnte ich die Chance vielleicht nutzen. Das ist jetzt meine Vermutung. Könnte mich auch täuschen. Und hatte halt Bock darauf, Welle zu machen. Und der beleidigt hat er mich nicht wirklich. Aber so, ich hau dir aufs Maul und so und dies. Und das reicht mir auch. Und wer mich kennt, weiß, dass ich da dann schon ein bisschen reagiere drauf. Und habe dann natürlich gesagt, alles klar, okay, wenn du willst, dann machen wir das so. Ich habe ihn dann auch angerufen und er hat mir die Nummer dann geschickt, er ist dann nicht rangegangen und dann gab es da so eine Streiterei und dann habe ich gesagt, bringt mir einfach den Mann. Dann ist es mir egal, ob die Hand kaputt ist oder nicht und dann fetze ich da rein und dann schauen wir mal, ob das dann immer noch das Palaver so groß ist. Ich kann dir gar nicht sagen, woher das kommt, aber vielleicht Übermut, Hochmut. Würdest du sagen, das ist dein bisher schwierigster Kampf oder denkst du, der ist machbar? Nee, ist weit entfernt vom schwierigsten Kampf. Ich will jetzt nichts verschreien oder so. Machbar ist fast jeder, sag ich immer. Schwierigster Kampf war für mich so Stolzfuß damals, aber den würde ich jetzt auch noch mal gern haben. Das sind noch mal andere Sachen. Aber das auf alle Fälle machbar ist er schon. Aber ich muss gucken, dass ich halt nicht mit voller Emotion drauf losfetze. Weil im Gegensatz zu meinem letzten Gegner, der eigentlich nur eine Waffe hatte, das war das Zappeln und am Boden, der mich gar nicht runterbekommen hat, aber die Duracell-Batterie bei ihm lief eigentlich so ganz gut. Ist der jetzt, hat er eine Bombe, eine rechte hat er ganz gut, wenn er trifft. Ringerisch ist halt ein guter Testo-Bär, denke ich mal. Hab's mal gesehen. Hat halt Bock auf mit der Chemiekeule, vielleicht zu viel Asterix Obelix gesehen. Hat er Bock natürlich ein bisschen zu ringen, da ist er gar nicht so schlecht. Ground and Pound ganz gut und das war's, aber nichts, was ich nicht kennen würde. Was würdest du sagen? Gib uns zum Abschluss noch deine Mystic, nicht die Mystic Max, sondern die Mystic Wittmann-Prognose ab. Wie wird der Kampf ausgehen? Blutig. Also ich sag's so, mir ist das, ich bin ein emotionaler Mensch, auch wenn jetzt meine Ecke schon wieder mich seit 3 Tagen runterbringen will. Nein, das machst du nicht. Und wenn es gleich vorbei ist, ist es gleich vorbei und ich habe gesagt, ich schlag dem nicht mal auf den Kopf. Ich hau dem mit dem Fuß nicht mal auf den Kopf, weil ich weiß, dass ich treffen würde und dann er vielleicht schlafen geht. Prognose ist schwer. Ich bin für alles gewappnet, aber ich will ihn schon wirklich wehtun. Der darf mich auch gerne treffen, habe ich Bock drauf. Aber in der zweiten Runde spätestens mache ich den Sack zu. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt auf Submission gehe oder sonstiges. Muss nicht sein. Aber er soll es schon spüren. Wenn ich merken würde, dass der, wenn ich auf ihn pounde und ich merke, der würde vielleicht jetzt irgendwie aufgeben, will aufgeben, höre ich auf zu schlagen und schlage dann später weiter. Also meine Prognose ist, es wird sehr, sehr blutig und es wird ihn sehr, sehr wehtun. Das ist doch mal eine ordentliche Ansage. Mario, vielen Dank für deine Zeit. Deinen Kampf sehen wir bei der Bild. Das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ich hoffe natürlich, dass alle der Leute, die mich supporten über Instagram, über Wheel of MMA, ich habe auf alle Fälle Bock drauf zu kämpfen, schaltet auf alle Fälle ein. Das ist kein Hokuspokus. Ihr wisst, dass ich da eigentlich in der Regel immer liefere. Habt Spaß vor allem daran und fiebert mit. Bis dann, euer Mario.